Hallo und willkommen zum neuesten Projekt. Wie ihr wisst, beschäftige ich mich in letzter Zeit mit dem Hochwasserschutz. Seitdem ich den Wassereinbruch hatte, lässt mich dieser Gedanke einfach nicht mehr los. Nachdem ich mehrere Ideen umgesetzt habe, blieb nur mehr ein Problem übrig. Und zwar, wie bekomme ich das Wasser aus dem Lichtschacht heraus? Die einfachste Lösung ist es, eine Schmutzwasserpumpe in den Schacht zu stellen und auf Abruf bereit zu halten. Das Problem dabei ist, dass diese Schmutzwasserpumpen recht klobig und teuer sind. Daher habe ich eine einfache, effektive und vor allem modulare Lösung gefunden. Dreh- und Angelpunkt dieses Projekts ist diese kleine Wasserpumpe. Diese wird mit einer Bohrmaschine angetrieben. Auf der Seite, wo das Schmutzwasser angesaugt wird, befestige ich einen Vorfilter. Damit wird das Verstopfen der Pumpe verhindert. Die Pumpe hat ein Metallgehäuse, welches um einiges robuster ist als andere Bauarten. Für den Antrieb verwende ich eine gebrauchte, günstige Bohrmaschine. So eine bekommt ihr über viele verschiedene Plattformen im Internet. Die ganze Konstruktion befestige ich auf eine Holzplatte, die wieder in einem spritzwassergeschützten Behälter gelegt wird. Achtet beim Zusammenbau darauf, dass keine Kabel in die Nähe der drehenden Teile gelangen. Diese Lösung kostet ca. 50 Euro, wobei der Großteil auf die Pumpe entfällt. Die Leistung dieser kleinen Wasserpumpe hat mich sehr beeindruckt. Damit sollte der Fensterschacht ohne weiteres sehr schnell ausgepumpt werden. Den Schlauch mit dem Vorfilter lasse ich fix im Fensterschacht. Die Box verstaue ich griffbereit, um sie im Notfall rasch anschließen zu können. Sagt selbst, wie gefällt euch diese Idee? Lasst mir ein Like oder Abo da, wenn euch dieses Projekt gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Macht's gut!